Herzlich willkommen bei unserer Zusammenfassung der Wasserski-Europameisterschaft aus Fischelham. Im Finale im Bewerb Figurenlauf ist auch eine Österreicherin dabei, Nicola Kuhn. Sie ist die Tochter von Dieter Kuhn und Claudia Gusenbauer Kuhn, beide ehemalige Wasserski-Weltklasse-Läufer. Nicola Kuhn, 18 Jahre alt, von Nibelungen Linz. Wir sehen sie hier in ihrem Toehold-Run. 20 Sekunden hat sie Zeit, möglichst viele Drehungen zu zeigen. Sie springt dann auch über die Welle und über das Seil. Das gibt Extrapunkte. Im Slalom hat die junge Wasserski-Nachwuchshoffnung Rang 14 belegt. Das Springen lässt sie aus. Ja, und vor einem Jahr war sie hier die jüngste Staatsmeisterin in Fischelham in Figur und Slalom. Toehold Run hat gut funktioniert. Jetzt kommt dann der zweite Teil. Da werden auch einige Salti erwartet. Und Nicola Kuhn macht sich bereit, aber dann dieses Malheur, sie stürzt. Muss sich mit 2800 Punkten zufrieden geben und wird Zehnte. Trost gibt's von ihrer Mutter, die unter ihrem Mädchennamen Claudia Gusenbauer viele Erfolge gefeiert hat. Mein Ziel für die Europameisterschaft war, ein Finale zu erreichen, und das habe ich geschafft. Also bin ich schon sehr glücklich damit. Im Finale ist mein erster Run sehr gut gelungen, da habe ich alles perfekt machen können. Dann war leider ein bisschen Nervosität dabei und ein kleiner Fehler, und ich bin bei der ersten Figur geflogen leider, aber das macht nichts. Es war eine gute Erfahrung, es wird mir nie wieder passieren, und ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Performance. Was sind Ihre Ziele für die Zukunft? Naja, ich habe zum Glück noch viele Europameisterschaften vor mir, und da ist mein Ziel, einmal eine Medaille zu machen. Meine Mama ist ja 38-fache Staatsmeisterin und dreifache Europameisterin. Also das ist mein großes Ziel, dass ich das einstelle. Das ist Clémentine Lucin, die Französin, 35 Jahre alt. Slalom-Europameisterin in Fischelham und Führende nach der Vorrunde. Im Finale beginnt sie ja wieder bei Null. Und da sehen wir schon, was die besten Läuferinnen Europas bieten. Ein Salto nach dem anderen. Auch Backflip ist dabei. Wird einem fast schwindelig beim Zuschauen. 7930 Punkte bedeuten Rang 3 und Bronze. Und da haben wir schon die nächste starke Läuferin, Janina Bonnemann. 23-jährige Deutsche. Auch sie dreht einen Salto nach dem anderen und erreicht 8540 Punkte. Das ergibt Silber, und diese Medaille widmet sie ihrem Großvater aus Österreich, der vor kurzem verstorben ist. Das ist Natalia Bortnikova, 35-jährige Weißrussin, die in den USA lebt und trainiert. Wir sehen bei ihr beide Runs. Zuerst den Toehold-Run. Unglaublich, wie schnell sie sich dreht, wie viele Figuren sie da einbaut. Ihre Bestleistung 9.990 Punkte. Und der Sturz passiert relativ gegen Ende ihres ersten Runs. Und dann kommen die zweiten 20 Sekunden. Da gilt es, möglichst viele Figuren einzubauen. Die besten Damen zeigen das 6 Salti. So auch die 35-jährige Weißrussin. Sie sichert sich Gold im Figurenlauf in Fischelham mit 9040 Punkten. Da müssen die Österreicherinnen noch einiges trainieren. Wir haben jetzt sehr, sehr junge, die sehr, sehr gut sind. Haben auch eine der jungen Läuferinnen im Finale gehabt, im Figurenfinale. Medaillenchancen sind da noch nicht da, aber in den nächsten Jahren wird es sicher soweit sein, dass wir auch bei den Mädeln wieder Medaillenchancen haben. Im Slalom der Herren. Im Finale ist ein Österreicher mit dabei, Robert Buchstaller, der 27-jährige Linzer. Es ist sein erstes Finale. Er kommt eigentlich vom Lift und fährt hier mit dem 11-Meter-Seil alle 6 Bojen durch.
Der Abstand von der Mitte des Kurses zur Boje 11,50 Meter. Und jetzt wird das Seil verkürzt auf 10,75 Meter. Da hat er eine persönliche Bestleistung von 4,5 Bojen zu Buche stehen. Diesmal schafft er mit dem 10,75 Meter Seil 1,5 Bojen. Das ergibt Rang 12 in Fischelhamm. Sie kommen ursprünglich vom Lift. Was ist der Unterschied, dann hinter dem Boot zu fahren? Also der Unterschied ist größer, als was man denkt. Also das Boot ist deutlich härter zum Fahren. Der Zug kommt beim Lift von oben, beim Boot eher von unten. Also es ist wirklich, kann man fast sagen, eine andere Sportart. Und wie ist es Ihnen jetzt trotzdem hier gegangen vom Slalom her, wenn man das so betrachtet? Also ich trainiere jetzt schon einige Jahre am Boot und es ist sehr gut gelaufen eigentlich für mich. Also der Finalplatz war sicher, da habe ich meine Leistung gezeigt und die habe ich gebraucht, dass ich in das Finale hineinkommen habe können. Gibt es noch große Ziele? Also für heuer nicht, aber natürlich für die nächsten Jahre wäre natürlich schön, irgendwann einmal ein Podium bei einer Europameisterschaft hinter dem Boot zu erreichen. Die ersten drei in Fischelhamm fahren die sechs Bojen mit dem 10,75 Meter Seil durch. So auch Thomas De Gasperi, der italienische Routinier, 36 Jahre alt, zweifacher Weltmeister, sechsfacher Europameister, lebt in Orlando, Florida. Ein Profi, ein wirklicher Weltklassefahrer. Erst in der Vorrunde, da hat er 5 Bojen mit dem 10,25 Meter Seil geschafft. Herrliche Bedingungen am Baggersee in Fischelhamm in der Nähe von Gmunden. Bronze geht übrigens an seinen italienischen Landsmann Brando Caruso. Und hier jetzt De Gasperi mit 2 Bojen mit dem 10,25 Meter Seil. Er kann mehr. Aber jetzt Frederick Winter, der 27-jährige Brite, der Weltmeister von Paris. Auch er hier mit dem 10,75 Meter Seil unterwegs und die 6 Bojen, die hat er schon einmal hinter sich gelassen. Jetzt wird verkürzt auf 10,25 Meter. Das ist die erste Boje. Die zweite, damit ist ihm Gold sicher. Die dritte schafft er auch noch. 4 und 5 Bojen mit dem 10,25 Meter Seil bedeutet Gold für den 27-jährigen Briten. Silber und Bronze gehen an Italien. Wie weit sind die Österreicher von Medaillen entfernt? Sie sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei beim Wasserski, sind ein absoluter Experte. Wie hat sich denn die Szene in Österreich entwickelt? Ja, im Sinne des Spitzensportes sehr positiv. Wir haben extrem viele Sportler, die wirklich tolle Leistungen bringen. Leider fehlt es ein bisschen an der Breite. Der Unterbau ist schmal, hängt in erster Linie auch vom schlechten Sponsoring ab. Die öffentliche Unterstützung wird immer weniger. Man fördert nur mehr die olympischen Sportarten und das tut uns natürlich sehr weh an der Basis. Was hat sich denn verändert, seitdem Sie Spitzensport betrieben haben im Wasserski bis heute? Naja, die Technik wird immer feiner. Der Sport hat sich zum Ganzjahressport entwickelt. Man muss also im Winter in wärmere Gefilde übersiedeln, um wirklich das ganze Jahr trainieren zu können. Der Aufwand ist enorm größer geworden, die Techniken sind besser geworden, das Material ist besser geworden. Also es hat sich sehr viel getan. Wie gesagt, nur leider fehlt es uns ein bisschen am Unterbau. Am stärksten präsentieren sich die Österreicher im Springen. Da haben bei den Herren gleich 4 aus dem rot-weiß-roten Team den Einzug ins Finale geschafft. Darunter auch der 49-jährige Daniel Dobringer, der in den 90er Jahren 4-mal Silber gewonnen hat. Jetzt nach 20 Jahren wieder hier in Österreich Heim-EM mitspringen zu dürfen und selbst mitzuorganisieren und jetzt im Finale zu stehen und dann nochmal vor dem Publikum und bei diesem Wetter natürlich da mitzuspringen, ich freue mich schon wahnsinnig. Hier ist er in der Anfahrt zu seinem ersten Sprung. Er hat seine Karriere ja zwischenzeitlich unterbrochen, weil er 5 Jahre in der Formel 1 Betreuer von Ralf Schumacher war. Jetzt will er es wieder wissen, springt über die 1,65 Meter Schanze. Ja,
Aber er kommt nicht aus dem Wasser. Muss dann sogar auslassen. Dieser Sprung gilt als nicht gestanden und wird daher auch nicht gewertet. Auch den zweiten Sprung erwischt er nicht optimal, aber dann kommt der dritte. Mit all seiner Routine steht er im entscheidenden Moment 62,40 Meter. Seine Höchstweite in diesem Jahr und Rang 9. Ja, ich habe es ein bisschen spannend gemacht. Es waren die Windverhältnisse nicht ganz so einfach. Es war ein bisschen ein Seitenwind. Und natürlich, der Sturzfall war nicht ganz angenehm von meinem Kollegen aus Schweden. Aber dann im dritten habe ich mir gedacht, so aus, jetzt reicht's. Jetzt mach das, ruf das ab, was du im Training geleistet hast und dich auf den Punkt X jetzt vorbereitet hast, und hat perfekt gepasst. Wie war es von der Belastung her für die Knie? Na, alles gut, ganz normal. Es war dann ein leichter Gegenwind in der Luft, deshalb war die Landung auch ein bisschen einfacher, und alles gut, alles perfekt. Zudem trainiert man das ganze Jahr im Fitnessraum und am See, und alles gut gegangen. Der Schwede ist übrigens fast unverletzt geblieben. Und wir sehen hier Josef Grossek, den 24-jährigen Kärntner. Er ist ein Kombinierer, war auch Elfter im Figurenlauf. Er springt 57,40 Meter und wird Zwölfter. Ich habe im Vorfeld leider eine Verletzung gehabt und dadurch war die Vorbereitung ein bisschen gestört. Aber für mich war es einfach ein traumhaftes Event, hier zu Hause im eigenen Land die Chance zu bekommen, zu fahren für mein Land und vor diesen Fans, weil es ist bei uns nicht so üblich in unserem Sport, dass wir so viele Fans haben, und wir versuchen den Sport wieder dahingehend ein bisschen mehr populär zu machen und ihn zu pushen. Andreas Weichert, 23 Jahre alt, vom Veranstalter Wasserski-Leistungszentrum Union Fischelham. Er ist ein Sprungspezialist. In seinem dritten Versuch erreicht er 63,30 Meter. Damit ist er Sechster und bester Österreicher, 2,5 Meter hinter Bronze. Ich habe mich sehr gefreut über die Medaille. Ich habe in den letzten Wochen eine super steigende Tendenz gehabt von meinem Sprung im Training, und habe es im Wettkampf jetzt leider nicht ganz umsetzen können. Ich habe kleine Fehler gehabt, die sich aber groß ausgewirkt haben. Dadurch ist sie leider keine Medaille ausgegangen. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich der beste Österreicher bin, und mit dem sechsten Platz bin ich auch mehr oder weniger zufrieden. Bleibt noch Claudio Köstenberger. Der 28-jährige Kärntner vom Aussiacher See ist schon einmal 69,10 Meter gesprungen. Doch an diesen Rekord kommt er in Fischelham nicht heran. Sein bester Versuch, für ihn enttäuschende 61,70 Meter und Rang 8. Leider habe ich es nicht ganz aufs Wasser gebracht, wie ich es eigentlich drauf gehabt hätte. Kleinigkeiten haben gefeilt, und so ist es halt im Sport. Einmal ist ein bisschen vorne, einmal ist ein bisschen hinten, und diesmal hat es leider nicht geklappt. Die 69 Meter, die Sie schon gesprungen sind, wann war das? Das war schon vor 3 Jahren und in Amerika. Bei perfekten Bedingungen, das wäre heute auch drin gewesen, aber halt leider habe ich es nicht ganz geschafft. Was sagen Sie eigentlich dazu, 4 Österreicher im Finale? Ich meine, das gab es noch nie. Ja, da sieht man wieder, dass wir Österreicher eine sehr starke Sprungnation sind. Wir haben einen super Trainer, unser Franz Oberleitner, der trainiert mit uns täglich am Wasser. Und ja, da sieht man wieder, was alles in uns steckt. Und dadurch, dass wir heuer 4 Springer im Finale gehabt haben, bin ich mir sicher, dass wir in den nächsten paar Jahren, also wir uns gegenseitig ziemlich aufpushen werden, und dann ist sicher mal eine Medaille drin. Bronze in Fischelham geht an den Franzosen Thibaut Dagnon, der persönliche Bestleistung springt mit 65,90 Meter. 90. Silber holt sich der bullige Russe Wladimir Ryansin, Europameister 2016, mit 66,10 Meter. Auch er ein Schützling von Franz Oberleitner. Und das ist der Europameister, Gold geht an Igor Morozov, der 36-jährige Russe. Ein Profi überzeugt gleich im ersten Sprung mit 68,10 Meter. Damit kommt er bis auf 20 cm an seine persönliche Bestleistung heran und stellt in Fischelham einen neuen Seerekord auf. Das Resümee des österreichischen Nationaltrainers Franz Oberleitner. Wir waren in Greifweite von der Medaille, haben es aber leider nicht ganz geschafft, und das werden wir das nächste Jahr sicher besser machen. Was konkret könnte man noch verbessern?
Naja, es geht in erster Linie ein bisschen um Absprung. Also die Schleudertechnik, die Geschwindigkeit, die die Leute produzieren zur Schanzen hin, ist optimal. Das machen sie sehr, sehr gut. Auf der Schanzen fehlt es noch ein bisschen. Und da brauchen wir halt noch ein paar hundert Sprünge, um die Technik noch ein bisschen zu verfeinern. Bei den Damen ist keine Österreicherin im Finale. Marie Wimpranietsova sehen wir hier. Sie springt für Griechenland, erreicht 52,80 Meter und wird Zweite. Und die Europameisterin im Figurenlauf und Führende nach der Vorausscheidung springt gleich im ersten Versuch 53,40 Meter. Damit geht Gold an Natalia Bertnikova. Ihr Zweites in Fischelham. Na, es war einfach für mich. Es waren ideale Bedingungen. Für mich ist alles sehr gut gelaufen. Es ist eine spezielle Medaille für mich. Je älter man wird, desto mehr schätzt man es. Und hier noch einige Impressionen zum Abschluss. This is what you think of me. It's going down like I told you. This is how it's gonna be. I'll be the last man standing here. I'm not going anywhere. It's going down like I told you. I'll be the last man standing here. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. What you gonna do? I'm gonna rock you. I'll have you begging for mercy, begging for mercy. Oh. Das war unsere Zusammenfassung von der Wasserski-Europameisterschaft in Fischelham 2017.